Ja, hallo. Schön, dass ihr so zahlreich dann doch noch erschienen seid. Ich bin der Cornelius und ich mache Zwei-Faktor-Authentifizierung seit 2005 in unterschiedlichster Augendreher. Seit 2005 in unterschiedlichster Form, also auch irgendwie angefangen mit irgendwelchen Smartcard-Geschichten. Dann ist ja irgendwann sowas wie Einmalpasswörter, die eigentlich schon seit 1986 existieren, aktueller geworden. Wer nutzt hier zum Beispiel den Google Authenticator? Google Authenticator ist so ein bisschen bekannt, wunderbar. Der benutzt zum Beispiel einen Mechanismus, der lange überhaupt vor der Entwicklung von Smartphones spezifiziert wurde. Genau, und seit 2014 bin ich halt hier mit der Software Privacy ID unterwegs. Hier ist noch eine E-Mail-Adresse, sehr schlecht zu lesen. Und irgendwie so zwei Twitter-Handles. Ja, was machen wir? Im Prinzip habe ich drei Punkte. Jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, sag ich mal, was ihr irgendwie so hören wollt, weil im Prinzip im Titel steckt eigentlich das überall. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich noch ein bisschen mehr Zeit investieren soll auf die ersten beiden Punkte. Wäre also die Frage, wer von euch setzt denn schon oder wer von euch weiß denn so grob, was Zwei-Faktor-Authentifizierung ist? Okay, 60%. Und wer setzt das ein? Okay. Können wir erst mal klären, was das überhaupt genau ist? Das ist eine gute Rückfrage. Dann weiß ich, wie viel Zeit ich darauf verwenden muss. Also dann gehe ich nicht ganz so schnell durch den ersten Teil. Eben drum. So, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das hört man immer wieder irgendwie. Das ist also eine Kombination aus dem Pool an den Faktoren Wissen, Besitz und irgendeine Eigenschaft, in Klammern eine biometrische. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass ich mich eben nicht mehr nur mit meinem Passwort, einem Wissen anmelde, sondern noch irgendwie einen zusätzlichen Faktor mitbringe, einen zweiten oder einen dritten. Genau. Aber was ist eigentlich der Sinn von Zwei-Faktor-Authentifizierung? Rückfrage. Ja, Ja. wenn ich zwei Dinge brauche, beispielsweise ich habe eine Chipkarte und ich habe So, dafür Schildkarte. eine PIN. Ja. So, dann ist die PIN ja nicht für denjenigen, wo ich mich anmelde, sondern für die Chipkarte. Genau. Geht das als Zwei-Faktor-Authentifizierung durch? Auf jeden Fall. Weil natürlich, wenn ich mir diesen Herrn mit dem Hoodie hier angucke, oder es könnte ja auch eine Dame sein, oder es könnte auch ein Kleiderständer sein, man weiß es nicht. Weil das ist genau der Punkt. Das ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Weil ja die Frage ist, wieso mache ich Zwei-Faktor-Authentifizierung? Um dem Angreifer zu erschweren, in irgendeinen Account reinzukommen, an mein Geld ranzukommen, wie auch immer. So. Und das ist auch der Grund, wieso ich Zwei-Faktor-Authentifizierung mache. Nämlich dieser zweite Faktor, den ich da hinzubringe, zusätzlich zu meinem Passwort oder meiner PIN. Dieser zweite Faktor hat im Idealfall ganz andere Angriffswege. Das heißt, wenn ich eine Chipkarte habe, die muss mir eigentlich geklaut werden, physisch. Ja? Und wir wissen klar, klassisch irgendwie Passwörter können wir angreifen, Remote, irgendwie SQL-Injection abziehen und so weiter und so fort. Also insofern stellt sich eben die Frage, wie mein zweiter Faktor, wenn ich jetzt mal einen Besitz betrachte, was meinen zweiten Faktor eigentlich zum zweiten Faktor macht. Also hier, ja, wir Google Authenticator, hey cool, mein zweiter Faktor ist mein Handy. Oder wer macht Online-Banking? Okay, und wie macht ihr das da? Habt ihr die Karte mit diesem TAN-Generator? Habt ihr oder kriegt ihr eine SMS aufs Handy? Wer kriegt eine SMS aufs Handy? M-TAN? Okay, wunderbar. Nein, nicht rausgehen, also sitzen bleiben. Ja. Da wird uns ja erzählt, vermeintlich, ja, unser zweiter Faktor wäre das Handy. Weil durch den Besitz dieses Handys ja quasi die SMS zu uns kommt. Oder die SMS ja auf mein Handy kommt. Ja. Aber die Geschichte hat ja oft genug gezeigt, dass im Prinzip auch die SMS umgeleitet werden kann und so weiter und so fort.
Also es ist die Frage, was eigentlich mein zweiter Faktor ist oder was mein zweiten Faktor hier, dieses Handy, eigentlich zum zweiten Faktor macht, das ist eine ganz entscheidende Frage. Es ist nicht hier dieses Stück Blech und Silizium. Das ist eben nicht der zweite Faktor. Und auch bei einer Smartcard, auch bei der Chipcard, es ist nicht die Plastikkarte, sondern es ist eben kryptografisches Material, was in dieser Chipkarte drin steckt. Bei der Smartcard ist es halt das Entscheidende, der private Schlüssel. Die Karte regelt also, dass dieser private Schlüssel diese Karte niemals verlassen kann, wenn ich sie nicht irgendwie abfräse oder was auch immer. Und dann kann ich also halbwegs sicher gehen, wenn ich mit diesem privaten Schlüssel irgendwie eine Challenge beantworte und also im Prinzip irgendwie was, eine Challenge signiere, dann kann derjenige, der mich überprüft, also sicher gehen, oh, der hatte den privaten Schlüssel, er hat die Challenge richtig beantwortet. Also muss er den privaten Schlüssel haben. Ich weiß, dass der private Schlüssel auf einer Chipkarte liegt und dadurch offensichtlich ein eindeutiger Besitz ist und nicht tausendfach kopiert ist. Das heißt, der User, der sich da anmelden möchte, ist offensichtlich in dem Besitz. Ja? Und jetzt fragen wir uns wieder quasi, wie das mit dem Besitz von meinem Smartphone aussieht, wo ich eine SMS drauf geschickt bekomme. Wer findet diesen Besitz gut? Danke. Wir sind alle so müde, deswegen meldet sich keiner. Danke, einer muss nicht mehr. Ja? SMS ist ja auch nur, weil die Bank das nicht mehr anders anbietet. Ja, also das ist genau der Punkt. SMS wird halt von Banken eingesetzt. Und Banken, wissen wir ja alle, Banken haben ja nichts mit Sicherheit zu tun. Ja, Banken, ja, es ist leider so, Banken haben im Prinzip nur was mit Geld zu tun. So, und für die Bank ist es geldtechnisch einfach attraktiver zu sagen, ich implementiere was völlig Beschissenes, ja, und das Restrisiko versichere ich. Das ist billiger. Ja. Also Banken, hör mir auf. Deswegen benutze ich dafür auch kein Smartphone, sondern dafür habe ich ein uraltes Handy, ja, was wirklich nur dafür da ist, dass ich diese Bank-SMS empfange. Da kann auch keiner auf dem Smartphone was abgreifen. Ja, aber natürlich könnte der Angreifer noch hingehen und irgendwie die SMS umleiten, irgendwie Vertrag ändern und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist dann aber schwieriger, weil ja auf dieses Handy erstmal schon mal keiner drauf kommt. Ja, aber das ist richtig, da sagst du was Wahres. Weil wenn wir also unsere Smartphones anschauen, ja, Google Authenticator, da haben sich nur wenige gemeldet. Wer weiß nicht, was der Google Authenticator ist? Alles klar. Google Authenticator ist eine App auf meinem Smartphone und diese App hat einen geheimen Schlüssel und mit Hilfe dieses geheimen Schlüssels wird ein einmal gültiges Passwort erzeugt. Das Ganze basiert hier auf so Algorithmen, die in RFCs spezifiziert sind. Und da ist im Prinzip der Besitz eben nicht mein Telefon mit der App, sondern mein Besitzfaktor ist der geheime Schlüssel. Und jetzt ist natürlich die Frage, klar, wie gut ist dann jeweils mein geheimer Schlüssel tatsächlich geschützt auf meinem Smartphone? Möp, finde den Fehler. Früher hat man im Prinzip diese OTP-Generatoren gebaut, also so Schlüsselanhänger, vielleicht kennt man von vor 30 Jahren noch diese RSA-Token. Und da war es im Prinzip auch so, da ist ein geheimer Schlüssel drin, den ich natürlich im Zweifel als Angreifer, wenn ich wieder mir überlege, wieso mache ich Zwei-Faktor-Authentifizierung, als Angreifer viel schlechter erbeuten kann als so einen Schlüssel im Smartphone. Ja. Es gab früher mal so Generatoren, die haben zeitgesteuert irgendein Passwort oder Passcode generiert. Genau. Und den musste man beim Anmelden dann am System eingeben. Und das System hat dann so ein bisschen nachgeführt, wenn der User dann den von vor ein bisschen Zeit eingegeben hat, dann hat er gewusst, ach, die Uhr in dem Ding läuft nicht richtig, hat das so ein bisschen korrigiert und so weiter. Ist das eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ja, das ist im Prinzip genau das, was hier mit TOTP, zeitbasiertes Einmalpasswort in RFC 6238 spezifiziert ist. Früher hat es RSA gemacht, hat uns bloß nicht verraten, wie sie es machen, aber prinzipiell machen sie es auch nach diesem Vorgehen und halt in dem RFC steht halt einfach hier, ich nehme HMAC SHA-1-Algorithmus, ich habe ein Secret, das ist im Prinzip in meinem
Schlüsselanhänger oder in meinem Telefon und ich habe im Prinzip die Zeit, die ich da irgendwie reinstecke. Und dann hashe ich das, verwurste das, schneide das zurecht und dann kommt genau so eine Zahl raus. Und die Gegenstelle, wo ich mich halt anmelde, die macht genau das Gleiche. Probiert es mit der richtigen Zeit, probiert vielleicht mit einer Minute weiter vorne, eine Minute weiter hinten und stellt dann fest, ah ja, der Mensch, der sich da anmelden möchte, sie stellt natürlich nicht fest, dass der im Besitz von diesem Telefon, von diesem Smartphone ist, sondern alles, was die Gegenseite feststellen kann, ist, dass er das Secret kennt. Und das ist eben genau der Punkt, dass ich halt schauen muss, dass ich das Secret geheim halte. So. Und wer ist immer noch der Meinung, dass das Smartphone dafür eine gute Idee ist? Okay. Dieser Algorithmus, der wurde auch, oh, jetzt muss ich gerade lügen, 2006, glaube ich, im RFC 4226 festgeschrieben. Das heißt, da wurde schon vorher länger dran gebastelt. Wenn ich mir jetzt anschaue, das iPhone ist wann rausgekommen? iPhone X oder heißt es iPhone 10? Wann ist das iPhone rausgekommen? Ja, vor 10 Jahren, 2007. Das heißt, die Smartphones, wo ich jetzt ganz fleißig heute irgendwie einmal Passwörter mitmache, die sind viel neuer, als eigentlich der Algorithmus ist. Der war dafür gar nicht gedacht. Was hat dann Google gemacht mit seinem Google Authenticator? Die haben also gesagt, okay, dieses Secret muss irgendwie in mein Smartphone reinkommen. Weil auch wenn es unsicher ist, die Leute finden es trotzdem toll, es ist bequem, es ist super und es gibt mir trotzdem noch so ein Gefühl von Sicherheit. Es ist auch besser als nichts zu machen, das stimmt schon. Also deswegen hat halt Google gesagt irgendwie hier, ich denke mir so eine Key-Uri aus, die kann meine App scannen und das Ganze verpacke ich in einen QR-Code und somit kriege ich das Secret ganz schnell in meine App rein. Der Nebeneffekt ist, das heißt also, so ein Google Authenticator, wenn ich den irgendwie für irgendeine Applikation ausrollen möchte, kriege ich so einen QR-Code. Ja. Und hier steht im Prinzip dieses Secret drin. Wie ich eingangs sagte, aber das Secret ist eben genau der Besitz, der mich ausweist. Hier steht das Secret im Klartext drin. Wer Lust hat, scannt es mit seinem Google Authenticator und dann sehen wir, jeder, der diesen QR-Code scannt, kriegt natürlich das gleiche Secret. Meine Einmalpasswörter hängen nur noch ab von dem Secret und von der Zeit. Das heißt, all unsere Smartphones zeigen zu jeder Zeit das gleiche Einmalpasswort an. Das ist also ein anderer Punkt, den man sich bewusst sein muss, wenn ich mir überlege, okay, ich möchte irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Ja? Was ist überhaupt der zweite Faktor? Was macht den zweiten Faktor aus? Und wie bringe ich den zweiten Faktor eigentlich sicher zum Benutzer, ohne dass dieser zweite Faktor kopiert wird? Weil wenn der zweite Faktor massenhaft kopiert wird, habe ich natürlich ein Problem. Wie es schon angedeutet ist, es gibt natürlich viele verschiedene zweite Faktoren. Und hier Smartcard haben wir uns eingangs irgendwie drüber unterhalten. Hier diese klassischen Schlüsselanhänger-Token. Auch hier irgendwelche Berater von der Regierung haben sich also gedacht, ja, zweite Faktoren sind total hip und so, kann ich mehr verkaufen, ja, weil wenn die Leute sich online mit ihrem Personalausweis ausweisen können, boah, da mache ich ja mehr Umsatz, geile Sache. Die funktionieren alle so ein bisschen unterschiedlich. Hier habe ich einen YubiKey und einen NitroKey, die können als Smartcard oder auch als OTP-Generator funktionieren. Neue hippe Sache ist U2F. Also das fällt auch in diesen Bereich rein, hört man vielleicht manchmal. Irgendwann hat Anfang des Jahres, Facebook macht jetzt U2F. Also das ist jetzt sicher, Facebook zu verwenden, aber das ist ein anderes Thema. Gut. So. Jetzt habe ich hier so viele verschiedene Faktoren und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich weiß nicht, was ich mit meinen Usern machen soll. Und deswegen komme ich mal ganz schnell zum zweiten Teil. Nämlich zu Privacy Idea. Das ist ein Management-System, mit dem ich alle möglichen zweiten Faktoren meiner Benutzer verwalten kann. Das heißt, ich habe da meine Benutzer und weise denen unterschiedliche Faktoren zu, die ich gerade gut finde. Ja, gut, vielleicht kriegen manche Benutzer irgendwie
auch so ein Google Authenticator, auf dem ich jetzt so viel rumgeschimpft habe. Ja, andere kriegen vielleicht sogar eine SMS geschickt, weil die noch unwichtiger sind. Aber hier, die da drüben, die mit den ganz sensitiven Accounts, denen gebe ich irgendwie ein Hardware-Gerät. Ja, wer kennt Privacy IDEA? Okay, glücklicherweise sehr wenig. Dann erzähle ich nochmal kurz, es tut mir leid. Du kannst auch eine kritische Frage stellen irgendwie dann. Ich gucke nicht auf, ist okay. Also, was habe ich denn hier für ein Bild? Keine Ahnung. Ja, hier fehlt nämlich ein Logo. Schau doch mal. Also, diese graue Box, wo nichts dran steht, ja, das soll nämlich eigentlich der Privacy IDEA Server sein. Das ist ein System, das stelle ich mir zentral ins Netzwerk rein. Das verwaltet die ganzen Token. Das kann ich selber administrieren auf verschiedene Art und Weise mit dem Kommandozeilen-Interface oder mit dem Web-UI. Und dann habe ich meine Applikationen. Über die verschiedenen Protokolle kann ich dann meine Applikationen anbinden. Prinzipiell hat es eine REST-API. Das heißt, wenn ich eine Web-Applikation habe, kann ich die so ein bisschen modifizieren und kann sagen, hey, schick jetzt zum Beispiel meine Credentials, die der User eingibt, über diese REST-API da an das System. Genau. Wenn ich ein VPN habe, kann ich zum Beispiel noch einen Free-Radius dazu setzen, der weiß dann, wie er mit dem Privacy-ID redet. Dann habe ich da mein VPN, das redet über Radius mit dem Free-Radius und das redet mit dem Privacy-ID. Und schon habe ich meinem VPN Zwei-Faktor-Authentifizierung beigebracht. Soweit, so gut. Privacy IDEA habe ich jetzt mal verwegen behauptet, das aktivste Open-Source-Projekt auf GitHub. Open-Source-Projekt überhaupt im Zwei-Faktor. Es haben sich irgendwie 21 Kontributoren eingefunden. Wir arbeiten da aktiv mit den Issues, also auch wenn wir selber irgendwie ein Problem haben oder eine Idee haben, packen wir das also rein. Jeder, der nachher nach Hause geht und noch kein Sternchen gesetzt hat, kann da mal irgendwie noch das Projekt starren. Wir arbeiten auch aktiv mit Pull-Requests, also wenn irgendjemand was zu beitragen möchte oder auch wenn wir im Team irgendwie längere, größere Features bauen, dann machen wir auf GitHub also auch entsprechende Branches und Pull-Requests. Versuchen also die ganze Entwicklung da entsprechend transparent zu halten. Ja, der Punkt ist, das ist das eigene Zwei-Faktor-System. Im Prinzip, wenn ich mir nämlich anschaue, wo die Reise heutzutage so hingeht, also wir haben ja keine Software mehr. Naja gut, wir haben irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet in der Tasche. Oder ich habe ein Chromebook, also ich nicht, aber dann hat man ein Chromebook, da ist auch keine Software mehr drauf. Und diese ganze Bewegung irgendwie, hey, boah, es ist live as a service, ja, irgendwie, die hat tatsächlich auch schon vor ein paar Jahren irgendwo das Thema der Authentifizierung ergriffen. Also die klassischen Hersteller, die früher auch kommerzielle, proprietäre Systeme gebaut haben, die dann der Kunde bei sich installiert haben, die haben dann halt auch gesagt, ey, super, das ist doch viel besser, wenn wir das als Service im Internet anbieten. Verkauft sich schneller, weil die Leute nichts mehr installieren brauchen. Wir haben vielleicht weniger Support und hast du nicht gesehen. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen heutzutage hingehen möchte und mein VPN absichern möchte, wenn ich überhaupt noch ein VPN habe, keine Ahnung, wenn ich mein VPN absichern möchte mit dem zweiten Faktor, dann soll mein VPN also den externen Service des Dienstleisters fragen, um zu entscheiden, ob mein Mitarbeiter in mein Firmennetz rein darf. Und da ich persönlich das jetzt so ein bisschen merkwürdig fand, habe ich halt gesagt, es ist weiterhin super, wenn so ein System auch on-premise läuft. Genau. Es unterstützt eigentlich so die ganzen Token-Typen, die wir da schon erwähnt haben. Und es ist halt als Webservice implementiert und bietet halt eine REST-API, über die es verwalten kann und auch über die Authentisierungsanfragen kommen. Das ist später für, wenn wir ins Überall fliegen, auch noch ganz spannend, diese REST-API. Tokentypen.
bin ich mal ein bisschen zügiger. Vielleicht nur kurz, also wir machen auch so lustige Sachen wie wir verwalten SSH-Keys oder wir rollen Benutzerzertifikate aus. Also im Prinzip, wir versuchen so ein bisschen von dem wegzukommen, zu sagen, okay, wir machen eben nicht nur einmal Passworte, sondern wir machen, ich sage da immer gerne, wir machen Authentisierungsobjekte, abstrakt gesprochen. Genau. Das System findet irgendwo seine Benutzer, in einem LDAP üblicherweise, also die meisten Szenarien haben LDAP, ich kann mir aber auch die Benutzer von irgendwo anders herholen, aus einer SQL-Datenbank oder wo auch immer. Es ist ganz interessant, ich habe die Möglichkeit, so sehr komplexe Richtlinien zu definieren, um das Verhalten des Systems zu bestimmen. Ist jetzt für unseren Start ins All aber vielleicht auch nicht so entscheidend. Hier sehen wir so ein bisschen eine Übersicht, da sind also die verschiedenen Token, sieht man wahrscheinlich nicht. Hier gibt es einen TOTP-Token, hier gibt es einen U2F-Token, genau. Wir sehen also, ich kann jegliche Token-Typen, also auch verschiedene Hardware, verschiedene Hersteller, wenn ich sage, ich möchte doch Hardware-Token verwenden, kann ich heute bei dem einen Hersteller kaufen und morgen bei dem anderen Hersteller. Die kann ich alle gleichzeitig betreiben. Okay. Wer ist hier richtig Vollblutentwickler? Wer ist hier Entwickler? Entwickler? Okay. Macht hier jemand noch Python? Bisschen, ja. Ja, okay. Wir haben diese ganzen Richtlinien, die ganzen Policies, haben wir im Prinzip dann als Python Decorator implementiert. Das macht eigentlich ganz schön Spaß, weil das wird schön modular und es ist dann tatsächlich so, dass wir durch diese Policies im Prinzip alle Requests, wie wir wollen, modifizieren können oder halt auch Entscheidungen treffen können aufgrund von allen möglichen Rahmenbedingungen. Das Merkwürdigste ist, was wir machen können, ist, wir haben zum Beispiel eine Mangle Policy. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das hier unten sieht, dann steht hier irgendwie so eine User Regular Expression. Das heißt, wir können im Prinzip alles Mögliche machen, bis hin dazu, dass wir sagen, okay, wenn hier ein Authentisierungsrequest in das System reingeht, verändern wir einfach mal den Usernamen, weil wir wissen, keine Ahnung, wir schneiden die ersten drei Stellen ab oder wie auch immer, machen also per Regular Expression damit, was wir wollen. Das Gleiche können wir auch mit dem Passwort machen. Also wenn wir aus irgendeinem Grunde vielleicht wissen, dass ein System an Privacy ID angeschlossen ist, was falsche Passwörter sendet oder so, dann können wir die also tatsächlich zurechtschnippeln und unsere Authentisierungsentscheidung auf dieser Basis verändern. Nur als kleines Beispiel, wir können also auch tatsächlich extrem absurde Sachen machen. Also den Standard können wir sowieso. Genau. Vor einer Weile sind dann auch noch so Sachen dazugekommen, hier ein Eventhändler. Das heißt, da kann ich hingehen und sagen, wenn irgendein Ereignis eintritt, anders als bei den Richtlinien, wo ich dann sage, okay, ich reagiere unterschiedlich, abhängig von den Rahmenbedingungen, kann ich beim Eventhändler sagen, ich mache plötzlich ganz neue Sachen. Das heißt, ich kann mir Rahmenbedingungen anschauen, kann sagen, okay, wenn das Ereignis eintritt, Token wird ausgerollt. Und dann noch die Rahmenbedingung erfüllt ist, Administrator rollt Token aus und vielleicht noch fünf andere Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ah, das ist ja merkwürdig, der kann den erstmal ausrollen, aber ich löse zusätzlich eine weitere Aktion aus, zum Beispiel die Benachrichtigung des Benutzers. Der Administrator hat für dich einen Token ausgerollt. Benutzer, wieso hat der Administrator für mich einen Token ausgerollt? Das soll er doch nicht machen. Ja. Das sind hier die User, ist dieser User-Notification-Händler, der also verschiedene Benutzergruppen unter welchen Bedingungen auch immer benachrichtigen kann. Es gibt noch einen Token-Händler, der kann alle möglichen Sachen mit den Token machen. Wenn ich einen Token ausrolle oder wenn ein Token verwendet wird für eine Authentisierung, dann kann dieser Token-Händler diesen Token modifizieren. Das einfachste Beispiel ist vielleicht wieder beim Ausrollprozess. Der Helpdesk rollt einen Token aus. Für irgendeine bestimmte Benutzergruppe. Dann sage ich aber, ja,
damit der Helpdesk diesen Token aber nicht missbraucht, wird der Token mithilfe des Tokenhändlers automatisch erstmal gesperrt. Und dann wird er in Briefumschlag gesteckt, wird irgendwo hingeschickt und erst wenn der Benutzer sagt, ja, ich habe ihn erhalten, dann kann der Token entsperrt werden und erst dann kann er wirklich tatsächlich von dem Benutzer-Account verwendet werden. Ja, und mit dem Skripthändler, das ist total böse, da kann ich tatsächlich externe Shell-Skripte ausführen. Da kann ich also dann im Prinzip machen, was ich will, bis hin zur Festplatte formatieren. Es sind ganz böse Ereignisse eingetreten, merkwürdige Leute haben versucht, sich zu authentisieren. Wir müssen das Schlimmste vermeiden, wir löschen mal die ganze Platte. Keine Ahnung. Das ist das Interessante an diesem Event-Händler-Framework. Ich habe keine Ahnung, was die Anwender damit machen. Das heißt, das Schöne ist, jeder, der es einsetzt, kann sich selber ausdenken, was er in seinem Szenario am besten damit machen möchte. Automatisieren kann man das über verschiedene Aspekte. Ja. Jetzt vielleicht nochmal kurz geschaut. Genau. Jetzt muss ich ja langsam ins All abheben. Was habe ich denn hier? Genau. Üblicherweise, wie gesagt, das hatten wir schon mal im Prinzip, wie sieht das heute aus? Hier habe ich eine Applikation. Die Applikation will sich per Zwei-Faktor anmelden. Das heißt, sie redet mit dem Privacy-ID. Das Privacy-ID findet den Benutzer im LDAP und überprüft auch den zweiten Faktor. Aber die Applikation muss eben in der Lage sein, mit Privacy-ID über die REST-API zu kommunizieren. REST-API, das Entscheidende ist eigentlich das hier. Das ist dieser Post-Request, der die Credentials zu dem System schickt und im Prinzip das Privacy-ID fragt, hier, wie sieht's aus? Der User hat die Credentials eingegeben, stimmt das? So, das Problem ist natürlich, dass die Applikation in der Lage sein muss, mit Privacy-ID zu reden. Und das ist nicht immer so einfach. Deswegen haben wir uns gefragt, ja, wie kriegen wir das überall hin? Weil wir haben angefangen, zum Beispiel einem WordPress beizubringen. Hey, liebes WordPress, auf die Art und Weise redest du mit Privacy ID. Das heißt, es gibt für WordPress ein Plugin, dass ich mich am WordPress mit dem zweiten Faktor anmelden kann. Wir haben einem Typo 3 beigebracht. Hey, so redest du mit Privacy ID. Und so weiter und so fort. Wir haben dem Ticketsystem OTS beigebracht. So redest du mit Privacy ID. Und das ist halt so ein bisschen aufwendig. Was haben wir hier? Im Prinzip, wenn es kein Privacy ID gibt, ja, dann habe ich viele verschiedene Applikationen, ein OwnCloud, ein CRM-System und diese Applikationen dankenswerterweise unterstützen das LDAP-Protokoll, um gegen den LDAP-Server zu fragen, hey, stimmt denn das Passwort von dem User, was der User gerade eingegeben hat? Das ist eigentlich ganz nett, weil ich habe eine zentrale Benutzerverwaltung, die Benutzer pflegen an einer Stelle ihr Passwort, die können sich da überall anmelden. Aber ich habe halt keine zwei Faktoren. So. Ich bin aber auch irgendwo zu faul, Plugins zu schreiben. Denn, hier, jetzt schreibe ich erstmal Plugins. Wie sieht das aus? Ich gehe hin und schreibe einen Plugin für OwnCloud. Ich schreibe ein Plugin für SuCRM. Ich schreibe ein Plugin für WordPress und so weiter und so fort. Tolle Sache, weil dann lernen wir viele Programmiersprachen kennen und haben viel Spaß. Es ist auch nicht so aufwendig, ein Plugin zu schreiben, weil im Endeffekt, wir haben es gesehen, ist es nur
ein REST-Request. Ja? So ein Plugin für eine PHP-Applikation, im Zweifelfall die Logik da drin, die sind 50 Zeilen Code. Ja? Die Frage ist aber, ob unbedingt das Plugin immer erlaubt, ob die Applikation erlaubt, Plugins zu schreiben. Vielleicht ist es sogar auch eine Closed-Source-Applikation. Ja, da kann ich gar kein Plugin für schreiben. Ja, und da haben wir uns gedacht, okay, was machen wir jetzt? Es nutzt ja nichts, sich hinzusetzen und zu weinen oder darauf zu warten, dass alle Applikationen irgendwie SAML implementieren oder was auch immer. Aber da haben wir zurückgeguckt, gesehen, hey, die Applikationen können ja eigentlich alle mit LDAP reden. Also, was machen wir jetzt hier? Wir schmeißen das einfach mal raus und sagen, wir tippen zu weit und stellen ein LDAP-Proxy hin. Denn die Applikationen hier können ja alle LDAP reden. Wir sagen dann also nicht mehr, rede hier hinten mit dem LDAP, sondern wir sagen den Applikationen, zack, red hier mit dem LDAP-Proxy. So, und was macht Voodoo-mäßig dieser LDAP-Proxy? Der LDAP-Proxy weiß einfach, aha, da möchte sich ein Benutzer anmelden. Ich will aber zwei Faktoren. Ja, ich gucke vielleicht noch, dass der User hier im LDAP existiert, aber wenn dann die Anmeldung im LDAP-Protokoll erfolgt, frage ich das Privacy-ID. So, wer ist hier alles LDAP-Administrator? Wunderbar, bitte vortreten. Egal. Aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Ahnung von LDAP, oder? So prinzipiell, man hat da so ein Distinguished Name, der irgendwie so den Pfad beschreibt, wie irgendwie ein Objekt in dieser Baumstruktur liegt. Und dann kann man also hier von hinten lesen, von den Top-Knoten irgendwie, wo dieses Objekt im LDAP zu finden ist. Für uns eigentlich interessant und eigentlich auch für alle Applikationen interessant vom LDAP-Protokoll sind hier der Search-Request und der Bind-Request. Denn im Endeffekt, über einen Search-Request geht halt so eine typische Applikation hin und sagt erstmal, okay, ich versuche mal den Benutzer zu finden, ja, beziehungsweise ich melde mich ja hier nicht mit UID Friedrich CN User CN Test an, sondern ich melde mich halt mit dem Benutzernamen Friedrich an. Und das heißt, prinzipiell muss die Applikation findet erstmal raus, sagt, hey, liebes LDAP, gib mir doch mal das Objekt, was irgendwie so und so, wo dieser Benutzername Friedrich heißt. Dafür brauche ich zum Beispiel einen Search Request und kriege eben dann diesen Distinguished Name zurück. Was noch vorbeikommt, sind halt Bind Requests, die ich im Zweifel auch vorher für einen Search Request brauche. Aber das Entscheidende ist, eigentlich macht jede Applikation die Authentifizierung des Benutzers über einen Bind-Request. Das heißt, der Bind-Request ist im Prinzip sowas wie eine Anmeldung am LDAP-Verzeichnis. Das heißt, wenn der User seinen Benutzernamen eingibt und sein Passwort eingibt, dann wird zu dem Benutzernamen der Distinguished Name festgestellt und dann wird mit dem Distinguished Name und dem Passwort ein Bind-Request an dem LDAP-Server gemacht. Hier habe ich bestimmt auch ein geiles Bild zu, oder? Genau, so sieht es normalerweise aus. So, und dann kommt halt irgendwie zurück, ja, super, der User hat sein richtiges Passwort eingegeben. So kennen wir das heute. So macht das jede Applikation, die irgendwie LDAP unterstützt. Und wir hüpfen jetzt einfach dazwischen mit dem LDAP-Proxy. Wir machen einen Bind-Request, wo nicht mehr der das LDAP-Passwort angegeben wird, sondern im Prinzip zwei Faktoren. Das heißt, der Wissensanteil und der Besitzanteil. Entschuldigung, Google Authenticator oder OTP-Token oder was auch immer, hat mir also diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 generiert. Also mein Passwort oder meine PIN und mein OTP-Anteil. Das schicke ich jetzt dahin. Wenn ich das als Bind-Request an einen LDAP-Server schicke, dann sagt er, geh weg, was ist das denn hier? Und vor allem, du schickst mir jedes Mal was anderes, kenne ich nicht. Ja? Also so wird sich der User niemals anmelden können. Aber wir schicken es ja zum LDAP-Proxy.
Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben an keiner Stelle die Applikation verändert. Wir haben jetzt also nicht irgendwie eine andere Login-Maske gebaut oder was auch immer, sondern wir sagen einfach, hey, Applikation, funktioniere so weiter wie bisher auch. Bloß, lieber User, gib jetzt als Passwort mal was anderes ein. Das ist eben der springende Punkt hier. Verständnisfrage. Ja. Wenn der User in diesem OnCloud sitzt, dann gibt er doch im... Kannst du mal ein Bild bitte zurückgehen? Dann gibt er doch sein Secret ein und hat irgendwie jetzt noch sein, Hardware-Key oder irgendwie sowas. Ja. Wie wird das jetzt generiert? Ist das eine Sache von dem Key oder wer sorgt dafür, dass jetzt zum OnCloud überhaupt Secret 1, 2, 3, 4, 5, 6 übertragen wird? Der User. Also ich habe ja die Login-Maske vom OnCloud. Und ich als User sitze davor. Ich überlege nochmal, mein Benutzername war Cornelius, dann tippe ich Benutzername Cornelius ein. Dann steht da Passwort. Und dann, mein Passwort war Hugendubel. Oh, Mist. So, und dann, ich brauche noch diesen zweiten Faktor. Dann greife ich in die Tasche und hole meinen OTP-Generator raus oder meinen YubiKey oder was auch immer und schreibe das hinter Hugendubel mein Passwort. Das heißt, das ist im Prinzip hier genau Hugendubel oder Secret 57839. Das hat der User eingegeben. Man kann auch einen YubiKey nehmen. Der funktioniert als USB-Tastatur. Da muss ich nur auf den Knopf drücken und dann tippt das Gerät es ein. Aber das ist eben genau der Punkt. Ich nutze die bestehenden Anmeldemechanismen, dass der Benutzer was eingeben kann. Die Applikation muss ich nicht verändern. Genau. OnCloud oder die Applikation findet raus, aha, hier der User hat den DN und versucht den Bind-Request gegen den LDAP-Proxy. Jetzt muss der LDAP-Proxy dummerweise, weil die API vom Privacy ID so aussieht, aus diesem Distinguished Name nochmal rausfinden, wie der Benutzername im Privacy ID heißt. Hier, Friedrich. Und dann, hier unten, kann der LDAP-Proxy das Krams, diese Credentials, über die REST-API an Privacy ID schicken. Privacy ID weiß, alte Geschichte, wie es das beantwortet, sagt das dem LDAP-Proxy und der LDAP-Proxy schickt quasi im LDAP-Protokoll den Bind-Response an die Applikation zurück. Das heißt, für die Applikation sieht das alles aus wie ganz normal LDAP. Und der LDAP-Proxy weiß halt im Prinzip, wie er diesen LDAP-Bind-Request auspackt, wie er den nimmt, wie er den Usernamen rausfindet, fragt das Privacy ID und wertet die Antwort aus und schickt den Bind-Response zurück. Das heißt, für den LDAP-AD da oben sind Passworte Schall und Rauch, die interessieren überhaupt gar nicht mehr im System. Genau. So. Ich kann natürlich das Privacy ID so konfigurieren, dass er als statischen Passwortanteil hier wieder das LDAP-Passwort nimmt, aber das... steht auf einem anderen Blatt. Kann ich machen, muss ich nicht. Ja. Ja. Vielleicht noch ein paar Interna irgendwie zu dem DN und dem Usernamen. Es gibt unterschiedliche Applikationen, deswegen unterstützt der LDAP-Proxy auch unterschiedliche Mechanismen, den Usernamen rauszufinden. Es gibt tatsächlich Applikationen, die sind total doof und die sagen einfach nur hier, ich mache ein Mapping. Ja, so sieht quasi mein Distinguished Name aus und zack, da steht mein Username. Das ist natürlich, wissen wir alle, doof, wenn ich irgendwie User irgendwie über OUs verteilt habe und ein LDAP wirklich so benutze, wie es auch gedacht ist. Andere Variante ist natürlich zu sagen, hier, was die Applikationen auch machen und was der LDAP-Proxy auch unterstützt. Es ist normalerweise definiert, es gibt irgendwie ein Attribut von Benutzerobjekten im LDAP, im AD ist es Sam Account Name, in einem Open LDAP ist es UID oder wie auch immer. Und in diesem Attribut steht der Login-Name drin. Und das heißt aber natürlich dann, dass ich im Prinzip das LDAP ein bisschen weiter durchsuchen muss, quasi in die unteren Ästelchen rein, wo denn bitteschön das Objekt mit dem Sam Account Name liegt. Aber trotzdem, auch hier kriege ich wieder den Distinguished Name zurück.
Das habe ich jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Natürlich braucht der LNAP-Proxy auch einen Service-Account, weil er auch selber wieder Search-Requests machen muss. Genau. Das Problem liegt natürlich immer mal wieder im Detail, weil dann gibt es wieder Applikationen, die irgendwie im Prinzip beispielsweise ein User- oder ein Gruppenlisting machen. Das heißt, der LNAP-Proxy muss auch irgendwo sicherstellen, dass dass Service-Accounts von der Applikation an den eigentlichen LNAP-Server durchgereicht werden. Und das andere lassen wir mal gerade. Gut. Der LNAP-Proxy ist auch in Python implementiert, ist bei GitHub zu finden. Wir haben ja gerade diesen Vortrag hier gehört über die ganze Lizenzthematik. Ist unter der AGPL V3 lizenziert. Das heißt, Google wird den LDAP-Proxy niemals einsetzen, weil Google halt diese Lizenzpolicy hat. Nein, wir setzen keine AGPL V3-Software ein, weil das Dumme an der AGPL V3-Software ja ist, wenn ich sie verändere und als Dienst anbiete, also nicht, wenn ich sie weiter verteile, sondern auch nur, wenn ich sie als Dienst anbiete, dann muss ich die Veränderung auch wieder publizieren und das mag Google halt nicht. Also Google mag ja Open-Source-Software, aber nur, wenn sie die benutzen kann, nicht, wenn sie die publizieren muss. So. Das Schöne ist, gut, Google wird es wahrscheinlich selber schreiben, weil, hey, wir hatten es auch quasi über die Schöpfungshöhe irgendwie, ja, es sind 500 Zeilen Code. Im Endeffekt, und eigentlich, das lieben wir immer so sehr, eigentlich sind wir alle faul, so in dem Projekt. Wir wollen eigentlich gar keine Software schreiben, das ist so, ach, ja. Und wir gucken also immer, wie können wir möglichst wenig machen. Ja, das ist ja vielleicht ja auch wie kürzeste Wege finden. Der LDAP-Proxy hat 500 Zeilen Code, das ganze Privacy-ID, in dem vollumfänglich, hat 20.000 Zeilen Code. Für den Funktionsumfang ist das eine sehr übersichtliche Menge. Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Ich habe den großen Vorteil, wie ich schon sagte, der LNAP-Proxy ermöglicht es mir jetzt, Zwei-Faktor-Authentifizierung in meinem Netzwerk schnell auszurollen. Hier eine Applikation, da eine Applikation, nächste Applikation. Weil ich die Applikation nicht verändern muss. Ich muss die Applikation im Prinzip umkonfigurieren. Ich muss in der Konfiguration sagen, hey, dein LDAP-Server steht nicht mehr dort, sondern da, wo der LDAP-Proxy steht. Super Sache also. Wieso nimmt man nicht nur den LDAP-Proxy? Das ist hier genau das Problem. Der LDAP-Proxy unterstützt nicht alle Anmeldemöglichkeiten. Wir haben ja gesagt, die Applikation muss sich nicht verändern. Das heißt, ich nutze weiter den normalen Anmeldedialog. Und manche Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert eben nicht über den normalen Anmeldedialog, wie zum Beispiel U2F. U2F ist sowas ganz lustig, neumodische Krams. Da muss ich JavaScript mitbringen. Die machen so im Browser an USB Challenge Response. Ja, ja. Oder sonst hier Challenge Response Token. Wenn ich dann doch mal sage, ja, der Cornelius hat jetzt viel erzählt, ich mache es aber trotzdem. Ich schicke SMS an meine Benutzer. Ja? Das ist ein Challenge Response. Der User muss sich irgendwie erstmal ausweisen, bevor ich dann die SMS auslöse und an den Benutzer schicke. Das kriege ich mit dem LDAP-Proxy so nicht bequem abgebildet. Genau. Nichtsdestotrotz, wenn ich andere Authentisierungsmechanismen verwende, ist das eine gute Sache. Ich kriege meine Applikation schnell angebunden und kriege dadurch vielleicht auch kürzere Projektlaufzeiten. Ja. Ansonsten vielleicht noch kurzer Hinweis am Rande. Es ist tatsächlich auch so, wir wachsen und das ist natürlich total spannend, wenn sich hier jemand bemüßigt fühlt und irgendwie an dem Projekt mitarbeiten möchte, ist eine coole Sache, wenn sich jemand bemüßigt fühlt und da irgendwie beruflich dran arbeiten möchte, ist es auch eine gute Sache.
Und ich freue mich also, dass das Thema irgendwie so Resonanz findet, weil es zeigt irgendwie, dass die Notwendigkeit für eine sichere Authentisierung irgendwie in den Köpfen angekommen ist. Und bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte was transportieren. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, haben wir noch ein paar Minuten Zeit vielleicht. Danke.